In Deutschland ernähren sich 7,8 Millionen Menschen vegetarisch, 900.000 ernähren sich vegan. Nach Angaben des Vegetarierbundes kommen täglich etwa 2000 Vegetarier und 200 Veganer dazu. Und warum seid ihr noch keine Veganer? Es gibt ja gute Gründe, sich vegan zu ernähren. Also jetzt nicht unbedingt der Geschmack, aber es gibt ethische Gründe, sich vegan zu ernähren, auch vegetarisch zu ernähren, weil, mein Gott, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Die Massentierhaltung ist erstmal für die Tiere eine Katastrophe. Ich sag, oh, ja, ich probiere noch einen, komm. War nicht ganz so schlecht. Der erste Löffel war eigentlich noch davon geprägt, dass ich nun gar kein Veganer bin. Hey, das schmeckt gut. Lass mich in Ruhe. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es viel mieser schmeckt. Aber es schmeckt wirklich gut. Obwohl, ich komme gleich wieder zurück auf diese ethischen Gründe und überhaupt Vernunftgründe. Aber obwohl, hier sind ziemlich viele Zusatzstoffe drin. Mein Gott, was da alles drin ist. Abgesehen davon, dass es für die Tiere eine Katastrophe ist, ist es natürlich insgesamt eben auch katastrophal, dass die Welt so viel Fleisch isst, weil dadurch der Treibhauseffekt angetrieben wird. Ja, weil durch die Massentierhaltung braucht man unglaublich viel Weideland, das man zu Ackerland macht, damit man das Futter produzieren kann. Dieses ganze Kraftfutter, was die dann da futtern müssen, damit die Tiere schnell genug groß werden und das Fleisch dann über den Globus verteilt werden kann. Und das alles befördert den Treibhauseffekt, was natürlich dann auch eine Katastrophe ist, wenn das so weitergeht. Also es gibt ethische Gründe und es gibt globale Gründe und es gibt gesundheitliche Gründe, weil zu viel Fleischverzehr ist einfach nicht gesund. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation das ja schon zum Besten gegeben. Rotes Fleisch ist höchstwahrscheinlich krebserzeugend, aber bei dem verarbeiteten Fleisch, das ist auf jeden Fall. Also das kann ganz fürchterlich, obwohl bei all diesen Ernährungssachen ist vielleicht ganz gut, wir wenden uns an den Ernährungsratgeber Immanuel Kant. Ja, Kant. Also er hat gar keinen geschrieben. Aber er hat einen anderen Ratgeber geschrieben und der heißt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bei all diesen Ernährungserklärern, also denjenigen, die uns erklären, wie man sich besser zu ernähren hat, noch gesünder, viel gesünder vor allen Dingen, jetzt mal ganz unabhängig von diesen ethischen Gründen und den Gründen, die dafür sprechen, einfach weniger Fleisch zu essen, um den Klimawandel nicht noch weiter zu befeuern, gucken wir uns doch mal den gesundheitlichen Aspekt an. Nur mal für Spaß. Wir schauen mit der Kantschen Ernährungsberaterbrille auf die Entwicklung der Menschheit, zum Beispiel hier in Mitteleuropa. Was fällt auf? Heutzutage die Diskussion über sehr spezielle Arten der Ernährung. Vegan, vegetarisch, dann natürlich die Mischköstler oder Flexianer, also die essen mal so, dann gibt es die anderen, die essen nur noch Früchte, die nur noch vom Baum fallen und so weiter und so weiter. Also okay. Es gibt also eine große Diskussion über die Qualität der Ernährung. Warum? Haben wir irgendeine Sterbewelle in Europa? Werden die Leute immer früher abberufen sozusagen? Erleben wir etwa, dass die Menschen immer früher und früher sterben? Nein. Was wir sehen ist, die Menschen werden immer älter. Komisch. Also ganz so einfach scheint es nicht zu sein, dass man sozusagen das Schicksal eines Menschen, das gesundheitliche Schicksal, alleine nur auf seine Ernährung konzentriert. Da scheint es noch andere Gründe zu geben. Es gibt also eine ganze Reihe von Stoffen, die in der veganen Ernährung einfach nicht drin sind. Die müssen zugefüttert werden, sage ich jetzt mal so. Ja, müssen irgendwie zugefüttert werden. Und außerdem haben Veganer und Vegetarier offenbar auch immer wieder mal das Bedürfnis, was zu essen, was eben gar nicht vegan aussieht, ja, oder vegetarisch. Hier, das ist eine vegetarische Salami. Ich bitte euch. Jetzt mal wirklich, das muss doch nicht sein. Um Zeug so hinzukriegen, damit es so aussieht, müssen wieder unglaublich viele Zusatzstoffe hochverarbeitet werden. A, damit es haltbar ist und B, damit es so aussieht, wie es aussieht. Das ist doch interessant, es gab keine veganen Kulturen in der Erdgeschichte, in der Menschheitsgeschichte. Keine. Warum nicht? Das könnte einen einfachen Grund haben. Die vegane Ernährung ist leider nicht vollständig. Und eine der wichtigsten Stoffe, gerade für die Entwicklung von Säuglingen, der ist unterrepräsentiert in der veganen Ernährung, nämlich das Vitamin B12.
Vitamin B12 ist für alles Mögliche zuständig, für die Zellteilung, für was war das, fürs Blutbild, für das Nervensystem und so weiter und so weiter. Also ein essentieller Baustein unserer Ernährung. Und der ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Das heißt, alle Kulturen, die keine Ersatznahrungsstoffe produzieren konnten, die mussten sterben, wenn sie nicht zwischendurch einmal ein bisschen Fleisch gegessen haben. Es blieb ihnen also gar nichts anderes übrig. So viel nur dazu, woher kommt das? Dass also Veganer sich heute vegan ernähren können, ja, hat damit zu tun, dass ihre Umgebung sich nicht vegan ernährt und damit Stoffe zur Verfügung stellt, die zum Beispiel entweder chemisch künstlich hergestellt werden oder in anderer Form. In irgendeiner Art und Weise muss man an diese Stoffe rankommen und B12 ist nur einer davon. Eisen, Kalzium, Jod, Zink sind kritisch bei einer veganen Ernährungsweise und wenn die Nahrung nicht ganz bewusst zusammengestellt wird, dann kann es zu Problemen für das Individuum kommen. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb es eben tatsächlich nicht zu einer veganen Kultur gekommen ist. Und wir sollten ja durchaus unsere Essgewohnheiten durchaus auch mal historisch betrachten. Also woher kommt eigentlich das Ganze, was wir essen? Das hat schon seine Gründe. Also früher hat man einfach das gegessen, was da war. Dann hat man angefangen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Produktion geht heute so weit, dass praktisch alles da ist. Also wenn man es sich leisten kann, kann man praktisch alles, das gesamte Nahrungsspektrum hat man ständig fast 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung. Soja ist ja das Grundnahrungsmittel der Veganer. Aber muss man leider sagen, es gibt immer wieder Studien, die also zu viel Soja Gesundheitsrisiken zuschreiben. Also es gibt eine finnisch-amerikanische Studie, die zeigt, Soja senkt den Testosteronspiegel. Eine Studie aus Honolulu auf Hawaii misst dem Genuss von Soja eine Verminderung der kognitiven Leistung bei. Würde ich alles zurückhalten. Ja. Also die Forscher führten den Effekt auf die Isoflavone zurück. Ja. Und das ist vielleicht das Problem. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe und diese Isoflavone ähneln in ihrer chemischen Struktur. Das heißt also in der Art und Weise, wie die Atome in dem Molekül zusammengebaut sind, ähneln die dem weiblichen Hormon Östrogen. Und das ist ein Problem. Das kann ein Problem werden. Es gibt Hinweise, dass eine hohe Isoflavonzufuhr, also sich auf die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane von dem Immunsystem und der Schilddrüse auswirkt. Das heißt, da muss wirklich noch geforscht werden. Und wenn man zu viel davon isst, dann kann es da wirkliche Probleme geben. Also Soja, der Mensch lebt nicht vom Soja allein. Summa summarum ist es so, vegane Ernährung ist eine außerordentlich gesunde Ernährung und wenn man sich mit den entsprechenden Ersatznahrungsstoffen sozusagen zufüttert und beifüttert, dann lebt man vegan durchaus gesünder. Aber trotzdem muss ich nochmal sagen, wir leben alle schon sehr gesund.